Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass es irgendwelche zwielichtigen Gestalten in Dolchsturz gibt. Und das haben wir dem Propheten dann auch noch übermittelt. Und dann hat sich Lyris Titanenkind noch zu Wort gemeldet. Okay, was hast du, holde Titanenmaid, uns noch zu sagen? Ich habe euch und den Propheten über Abnortarn sprechen hören. Warum verabscheut ihr Tarn so sehr? Hat der Prophet euch nicht die Geschichte von den fünf Gefährten erzählt? Er hat mir eine Vision von ihnen gezeigt, aber ich würde gerne eure Gedanken dazu erfahren. Oder? Ja, ich habe diese Geschichte bereits gehört. Ihr braucht sie nicht, zu wiederholen. Ja, wir möchten mal ihre Gedanken darüber erfahren. Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Es gibt so viel zu erzählen. Erzählt mir von den fünf Gefährten. Wir wurden von Kasavaren auserwählt, uns ihm bei der Suche nach einem verlorenen Artefakt, dem Amulett der Könige, anzuschließen. Die fünf bestanden aus Varen, mir, einem Rotwardonen namens Saisahan, Abnotan und dem Verräter Manimako. Okay, erzählt mir mehr über Manimako. Ihr kennt ihn nur als den Mann, der euch getötet und eure Seele gestohlen hat. Aber damals war er Kaiser Warens vertrautester Berater. Es war Manimako, der Waren davon überzeugte, nach dem Amulett der Könige zu suchen. Wofür, würde Waren das Amulett benötigen? Waren ist nun mal kein richtiges Drachenblut. Er entstammte nicht Alessias Blutlinie und durfte somit kein Kaiser sein. Manimako behauptete, das Amulett könnte all das ändern. Er sagte, er könnte damit ein Ritual vollführen, das Waren zu einem richtigen Drachenblut machen würde. Was ist dann geschehen? Wir brauchten mehr als 2 Jahre. Doch schließlich konnten wir das Amulett finden und nach Cyrodiil zurückkehren, um das Ritual durchzuführen. Manimako hat uns getäuscht. Das Ritual sorgte für eine gewaltige Explosion magischer Energie. Wir verloren Waren. Saisahan und ich wurden zu Geächteten erklärt. Dann was? Manimako überzeugte den Ältestenrat davon, Abnotarns Tochter Clivia als kaiserliche Regentin anzuerkennen. Aber Manimako war die wahre Macht hinter dem Thron. Saisahan und ich gingen in den Untergrund. Es wurde ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Erzählt mir von Abnotan. Abnotarn ist der Großkanzler des Ältestenrats und der Hauptberater seiner Tochter, der kaiserlichen Regentin. Außerdem ist er Manimakos Speichellecker. Ja, Tan schien nicht allzu glücklich darüber zu sein, für den Wurmkult zu arbeiten. Tarns Treue gilt vor allem seiner Familie und dem Kaiserreich. Er ist ein skrupelloser Bastard, wenn es darum geht, diese zu beschützen. Der Wurmkult hingegen hat offensichtlich ganz andere Loyalitäten. Tarn würde ihnen niemals vertrauen, aber er ist ein zu großer Feigling, um sie zu verraten. Was, wenn er einen Vorteil daraus ziehen würde? Dann vielleicht. Aber was könnten wir ihm schon anbieten? Er hat doch schon mehr Gold als die Götter selbst. Ich habe fürs Erste genug gehört. Ich weiß, dass das ziemlich viel auf einmal ist. Wir sprechen uns später noch. In der Zwischenzeit halte ich ein Auge auf den Propheten. Hoffentlich hilft ihm diese Kugel herauszufinden, wo Saisahan festgehalten wird. Sobald wir das wissen, können wir unseren nächsten Schritt planen. Okay, und wir bekommen einen Fertigkeitspunkt sowie ein Amulett. Na schön. Yay, Schattenjagd abgeschlossen. Ja, das war jetzt so viel Jagd. Okay, einen Fertigkeitspunkt erhalten, aber da muss ich halt mal gucken, wann ich den wo hineinsetze. Das war's doch jetzt aber hoffentlich endlich hier in Glen Umbra. Ich meine zumindest keine Quest mehr hier zu haben, weshalb wir hier jetzt einfach mal schnell hinausstürmen. Schön. Also, wir haben jetzt so ein Amulett, was ein bisschen mehr Leben gewährt und so weiter und so weiter. Den Punkt, da gucken wir einfach mal beim nächsten Mal, wo wir ihn einsetzen. Und weiterhin überleben wir erstmal diesen Ladebildschirm. Ach so, ich hätte doch ganz einfach, naja, ich hätte mich doch ganz einfach teleportieren können. Nur weiß ich nicht, ob das schon wieder so teuer gewesen wäre oder ob jetzt dieser Zeitraum davon schon wieder abgeklungen ist. Das weiß ich nämlich nicht. Wenn man es auf jeden Fall kurz danach probiert, dann hat man da nämlich ein kleines Problemchen, weil es dann nämlich ganz schön teuer wird. Also, was passiert, wenn ich jetzt hier hin möchte? Wie teuer ist das? 83. Gut,
83 Gold können wir entbehren. Und dann wollen wir einfach mal ins neue Gebiet. Endlich mal. Ja, wir haben eine Schildsternkonstellation projiziert und deswegen können wir uns jetzt dorthin porten. Also genau so sieht das aus. Also, auf durch, ja, genau, Karte schließt sich ganz einfach. Auf durch Kreuzgrat Richtung, ja, neues Gebiet. Sagen wir es erstmal so. Das ist New Trading Guild und so weiter, ah ja. Es gibt ja speziell Handelsgilden, die sich da herauskristallisiert haben, weil es nämlich kein Auktionshaus gibt. Auktionshaus, Mensch, was sage ich denn hier? Oh, dieses Ahorn nehmen wir gerne noch an uns. Ich weiß gar nicht, ob es hier so viele verschiedene Hölzer gibt. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das auch noch kommt. Oder es gibt schon verschiedene, aber die habe ich mir nicht gemerkt. Kann ja auch sein. Na gut, dann reiten wir hier erstmal munter hindurch. Ja, wir sind schon mal auf einem guten Weg. Aber wir sollten mal hier lang. Und dann gucken wir doch mal, was uns für schöne Herausforderungen im neuen Gebiet erwarten. Also ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was uns dort erwarten wird. Schade nur, dass man hier nicht fliegen kann. Fliegen wäre was Tolles, aber das spielt ja irgendwie Jahrhunderte, Jahrtausende, bevor Drachen hier überhaupt hinkommen oder so. Obwohl, das könnte man ja auch noch zurecht deichseln. Und wenn, Entwickler haben leider immer recht, wenn es sowas betrifft. Na gut, also, auf ins neue Gebiet in, ach nee, Sturmhafen, so wie es aussieht. Nicht Kalthafen, genau, Kalthafen war das Gefängnis und Sturmhafen heißt das hier. Ach Mensch, oder so ähnlich. Ja, Kalthafen war doch das, wo das Gefängnis war, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber wir schauen mal, was uns hier Schönes erwartet. Und das Bild sieht toll aus, muss ich sagen. Also diese Ladebildschirme, die haben sie zumindest sehr toll gestaltet. Und wieso werde ich dismounted? Das ist doch eigentlich Quatsch. Okay, findet den Wachhauptmann. Da wollen wir als erstes hin. Da ist zumindest die Aufgabe, die uns unmittelbar bevorliegt. Also schauen wir doch mal, was wir hier Schönes finden. Ob wir findig werden. Oh. Das Pferd hat es nicht so dolle erwischt, ne? Hier könnten wir auch... Ach, hier ist ja schon ein Feind. Na komm. Zack. Zack. Dann drehen wir nochmal. Achso, das hat er nicht mehr getroffen. Na gut. Also, weiter geht es. Ah, wir sind in der Nähe eines neuen Himmelssplitters. Was? Das Lager der Tränen entdeckt und... Genial! Durch Entdeckung ein Level up und verhofft machen. Das finde ich eh immer am schönsten. Ach ja, gut, das hat mir jetzt nicht sonderlich geschadet. Aber egal. Habe ich denn sonst noch irgendwelche Vorteile jetzt daraus ziehen können? Außer zwei Fertigkeitspunkte? Oh, aber darf man sich nicht mal hier in Ruhe umgucken oder was? Zack, nimm dies, nimm noch das Auslaugen. Das hast du davon. Dafür, dass du mich einfach mal so frech angreifst. So, nein. Dann gucken wir doch mal, ob wir noch irgendwelche neuen Fähigkeiten haben. Hier habe ich ja schon alles so weit ausgeskillt, was ich haben wollte. Mehr kann ich ja auch nicht. Verschwimmen wäre ein guter Death-Skill. Brauche ich jetzt aber nicht. Ich will mich ja nicht unbedingt defensiv auslegen. Hier haben wir auch nichts weiter. Bei zwei Waffen haben wir bei den passiven Skills auch nichts weiter. Was war denn das hier nochmal? Werf den Dolch, ja, das haben wir auch noch. Bei Volk, was haben wir da? Die Abstammung, gibt's auch nichts Neues. Was haben wir denn hier? Das ist das. Aber sonstige Boni. Achso, was haben wir denn hier? Erhöht den Waffenschaden um 3% und euren Zauberschaden, wenn ihr... Achso, das ist ja nur gegen spezielle Leute gerichtet. Das wollen wir jetzt nicht. Da haben wir jetzt gar nicht so viel, ne? Nö. Nö, brauchen wir jetzt nicht. Okay, dann können wir die erstmal aufbewahren, diese Punkte. Ich denke mal, dass ich so ganz gut fahre mit diesen Skills, den ich hier, welche ich hier gewählt habe. Ach ja, eine Feuerstelle. Können wir aber nichts machen. Na gut, weiter geht es. Wir müssen ja hier irgendwo diesen Hauptmensch finden. Hier, das sieht doch schon mal gut aus, oder? Hier in der Nähe, bei Stonehenge? Sieht doch so aus wie Stonehenge.
finde ich zumindest. Okay, dann findet einen Weg, den Wachhauptmann aufzuwecken. War das jetzt an mich gerichtet oder nicht? Ja, was habe ich denn jetzt hier davon? Aha. Achso, okay. Löscht die Feuerschale. Das haben wir schon mal gemacht und nun? Achso, Hauptmann. Hallo. Warum sterbt ihr nicht endlich? So, der Hauptmann liegt, was liegt sich windens am Boden. Albtraumfeuer strömt von den Feuerschalen. Ja, die Feuerschalen habe ich doch gerade gelöscht. Ach komm, hier, helf mir einfach mal. Zack, kann ja nicht schaden. So, der kriegt auf jeden Fall ein bisschen was ab. Zack, da kriege ich nämlich auch ein bisschen Loot von. Abgeschlossen, wehrt den Angriff der Daedra ab. Ach so, gut. So, Hauptmann Jerik, wachrütteln. Beginnt sich zu regen. Was ist passiert? Ich muss nach Köglin. Wir treffen uns dort. In Köglin, aha. Hallo Köglin. Also, da müssen wir hin. Ach so, er portet sich einfach dahin. Ach, das ist hier diese Stadt. Und ich hätte mich hier schon hinporten können. Oh, hier gibt es wieder einige Himmelsscherben. Wunderbar, wunderbar. Na dann, wissen wir, was wir jetzt zu tun haben, nämlich auf nach Köglin. Wenn uns nichts dazwischen kommt, das ist natürlich auch die Voraussetzung. Und ich habe vergessen, meine Stoppuhr anzustellen. Moment, ich muss mal das Aufnahmeprogramm für den Ton hier ein bisschen zurechtschieben, damit ich immer die Zeit noch im Blick habe. Okay. Aber zunächst, eine Himmelsscherbe ist voraus. Hier haben wir auch nichts zum Questen? Nö, erstaunlicherweise nicht. Okay. Na gut. Der ist sprintend. Naja. Nur ein bisschen langsamer als ich. Geringfügig. Toll. So, da haben wir die Himmelsscherbe. Nurinhof. Ja, streich mal das N weg. Was? Ach, komm her. So, du hast eh keine Chance, hoffe ich. Oh, oh. Scheiße! Scheiße! Nein! 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 Och Gott, war das knapp. Das war knapp. Die haben schon eine Chance, weil sie doch stärker sind. So, komm, dann lass uns hier mal im Bunde. Ach so. Also den hier erledigen. So sieht's aus. Na komm. Ja, genau. Schön im Doppel hier. Eine weitere Himmelsscherbe kann dann nun unser eigen genannt werden. Oh, und schon wieder einen Fertigkeitspunkt erhalten. Schön, wa? So, na dann, runter hier. Das war ja doch nochmal knapp. Man sollte halt doch nie zu vorlaut sein. Und dann sollten wir hier mal nach Köglin. Köglin. Ja, Köglin. Also, einfach hier weiter. Steht uns ja gerade nichts im Wege. Also, hallo Köglin. Köglin entdeckt. Schön. Oh, hier warten aber wieder ein paar Questgeber auf uns. Na dann. Wollen wir ihn mal aufsuchen. Das ist doch Wahnsinn. Ich habe nichts Unrechtes getan. Und warum hat der Konstabler sie dann festgenommen? Darauf habt ihr keine Antwort, nicht wahr? Ich verstehe die Beweggründe des Konstablers nicht. Aber ich verstehe sehr wohl, dass hier etwas nicht stimmt. Na dann wollen wir mal mit ihr reden. Wer ihr auch seid, ihr müsst mir helfen. Ich weiß, wonach das aussieht, aber ich kann euch versichern, dass ich kein Verbrechen begangen habe. Warum steht ihr dann im Pranger? Der örtliche Konstabler hat anscheinend nicht alle Pfeile im Köcher. Die Stadt wurde von Sklavenjägern angegriffen und er hat mich beschuldigt, ich wäre daran beteiligt gewesen. Um Maras Willen, ich bin eine Ritterin der Flamme. Man hat mich hierher geschickt, um das Dorf zu sichern. Hat er irgendwelche Beweise gegen euch? Ich bin eben nur unmittelbar vor dem Angriff hier angekommen. Das ist alles so absurd. Die Nerven im Kastell sind bis zum Zerreißen gespannt, also wurde ich hergeschickt, um dabei zu helfen, das Dorf zu schützen. Ein Bote hätte vor mir eintreffen sollen, aber Konstabler Pascal sagt, er hätte nie eine entsprechende Nachricht erhalten. Lasst mich mit dem Konstabler sprechen. Ich bin froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Der Konstabler hält sich an den Docks auf. Wenn er es nicht einsehen will, dann versucht den Boten von Castel Alcaire zu finden. Er kann alles erklären. Wenn ihr meine Freilassung erreicht, stehen die Ritter der Flamme in eurer Schuld. Okay, also wenn er nicht einsehen will, dann versucht den Boten zu finden. Okay, na gut.
Ist es möglich, dass man euch eine Falle gestellt hat? Ich kann mir nicht vorstellen, wer so etwas tun sollte. Doch wenn es tatsächlich der Fall ist, muss jemand die Ritter der Flamme im Kastell Alker benachrichtigen. Wer genau sind die Ritter der Flamme? Die Ritter der Flamme haben geschworen, Sturmhafen vor jedem zu verteidigen, der den Bretonen Schaden zufügen möchte. Doch unsere Hauptaufgabe ist es, die königliche Familie zu beschützen. König Emmerich natürlich, aber auch seinen Bruder Herzog Nathaniel im Kastell Alker im Norden. Ihr sagtet, die Lage im Kastell wäre angespannt? In der Tat. Alle möglichen Gerüchte. Spione bei Hof, ein Anschlag auf das Leben der Herzogin, eine Armee von Rotwardonen, die Befehl hat, das Kastell zu stürmen. Sir Hugh, das Oberhaupt der Ritter der Flamme, hat mich hergeschickt, um sicherzustellen, dass das Dorf sicher ist. Okay. So, falsche Anschuldigungen, das haben wir ja gern. Das haben wir ja wirklich sehr gern. Dann werden wir uns erstmal darum kümmern, der andere kann warten. Also war mal ihn hier. Constables, was hast du da gemacht? Gott, Pascal, was für ein Name. Willkommen in Köglin, Reisende. Aber ihr müsst mich entschuldigen. Keine Zeit für Plaudereien. Die Stadt wurde von Sklavenjägern angegriffen und, um alles noch schlimmer zu machen, sie hatten Hilfe von Leuten, die eigentlich auf unserer Seite hätten stehen sollen. Ihr redet von der Ritterin im Pranger? Genau. Alle sind ganz aufgeregt, weil sie behauptet, eine Ritterin der Flamme zu sein. Ich muss sie für diese brillante Verkleidung loben, aber ich bin nicht von gestern. Ihr seid doch nicht etwa auf ihre lächerliche Geschichte reingefallen, oder? Sie meinte, dass ein Bote sie hätte ankündigen sollen. Noch so eine bequeme Lüge. Es war ein Bote vom Kastell hier, aber mit mir hat er nicht gesprochen. Er war drüben beim Lager, als die Sklavenjäger angriffen. Seine feine Kleidung hat ihn als lohnenswertes Opfer ausgewiesen. Sie haben ihn gefangen genommen. Wohin haben Sie den Boten gebracht? Nun, ich hatte die Stadtwache schnell organisiert und die Sklavenjäger auf ganzer Linie zum Rückzug gezwungen. Diese Feiglinge. Sie haben sich dann aber im Lagerhaus verbarrikadiert. Wir werden sie einfach aushungern. Falls euer Bote nicht tot ist, haben sie ihn dort drin. Ich werde ihm suchen gehen. Nur zu. Erwartet aber bloß keine Hilfe von der Wache. Die Sklavenjäger sind wie Ratten. Sie huschen gern in irgendwelche Löcher davon. Aber wenn man sie in die Ecke drängt, kämpfen sie mit allen fiesen Tricks. Erzählt mir mehr über den Angriff der Sklavenjäger. Die Dunmeer sind von Süden herangeschlichen und haben in der Finsternis angegriffen. Sie haben die Wachen getötet. Aber zum Glück gaben diese noch Alarm. Wir haben schnell reagiert. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Also waren wir schon in Alarmbereitschaft. Wir haben ein paar gute Leute verloren, aber die Dunmeer hatten höhere Verluste. Aber sie sind mit einigen Gefangenen entkommen? Gut möglich, aber wir konnten die meisten der Feiglinge in die Ecke drängen und sie niedermachen. Das letzte Dutzend oder so hat sich im Lagerhaus verbarrikadiert. Der derzeitige Plan besteht darin, sie auszuhungern. Falls euer Bote noch am Leben ist, dann haben sie ihn da drin. Aha, okay. Na gut, dann müssen wir also nach dem Boten Ausschau halten. Seid gegrüßt. Also, der müsste dann hier drinne sein. Und wir können aber auch hier noch mit ihm reden. Ach komm, wir machen das erstmal mit dem Boten. Das ist wichtiger gerade. Wir müssen schließlich einer Frau das Leben retten. Da müssen wir ein bisschen ritterlicher sein. Und uns zuerst um die Frau kümmern. Das ist wichtig. Bleibt auf der Hut, drin sind sie verzweifelt. Versucht nur da rauszukommen. Nur zu. So, komme ich jetzt hier irgendwo rein? Okay, wir steigen erstmal ab. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir hier reinkommen. Irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. In stillen Momenten leise. Ja, ist das hier vielleicht der Weg? Ich kann eure Leichen nicht mal an meinen Hund verfüttern. Ah, okay. Jetzt sind wir hier also drin. Haben uns jetzt hier irgendwie reingeschlichen. Was sehen wir denn hier? Ach, da haben wir den Boten. Hä? Na, dann wollen wir doch mal den Boten sprechen, nehme ich an. Also, dann reden wir mal mit Bote Cordier. Wird auch Zeit. Ich nehme an, der Herzog hat euch geschickt. Ich bin sein persönlicher Bote, wisst ihr? Nun, worauf wartet ihr noch? Bindet mich los. Sagt ihr mir erst einmal, warum ihr hierher gekommen seid.
Ich hatte eine Nachricht für den Konstabler. Nicht, dass euch das irgendwas anging. Sir Hughes von den Rittern der Flamme hat mich mit klaren Befehlen losgeschickt. Die Nachricht ist nur für die Ohren des Konstablers. Wenn ihr lieber hier bleiben wollt? Nein, bitte. Ich werde es euch sagen. Es ist ja auch kein wirklich wichtiges Geheimnis oder so. Sir Hughes nimmt sich selbst nur ein bisschen zu ernst. Die Nachricht war bloß, dass Dame Dabienne von den Rittern der Flamme kommt, um dabei zu helfen, das Dorf zu sichern. Habt ihr das dem Konstabler gesagt? Nein, ich hatte nie die Möglichkeit. Ich musste doch erst mit meinem Freund reden. Nun ja, das hätte ich wohl besser bleiben lassen, schätze ich. Jedenfalls haben dann die Sklavenjäger angegriffen. Werdet ihr mich nun losbinden? Ich werde sofort mit dem Konstabler reden. Ja, sicher doch, aber dann wirklich schnurstracks zum Konstabler mit euch. Okay. Ja, dann, wenn dem so ist, dann wollen wir doch mal... Versteckt ihr euch? Ja, das bin nur ich. Da drinnen war doch niemand. Also, irgendwie vor so einem leeren Haus zu warten, ist auch nicht sonderlich clever, oder? Naja, gut, wir reden jetzt noch schnell mit dem Konstabler. Und dann gucken wir mal, ob wir sie noch befreien. Das machen wir jetzt noch in diesem Part. Doch, das schaffen... Ach Gott, ich laufe hier natürlich mal meilenweit dran vorbei. Okay. Dieser junge Mann kann froh sein, am Leben zu sein. Obwohl ich nicht sicher bin, ob er das auch so sieht. Er hat mir von der Botschaft aus dem Kastell erzählt. Das Ganze erscheint mir nur ein wenig zu passend zu sein, nicht wahr? Ich kann Dame Dabienne nicht freilassen. Noch nicht. Oh, na gut, dann werden wir den Part doch beenden und wir werden mal sehen, ob wir sie im nächsten Part befreien können. Hoffen wir es doch. Und ich hoffe, an dieser Stelle euch hat dieser Part gefallen. Fürs Zusehen danke ich euch allen und deswegen sage ich, im nächsten Part von The Elder Scrolls Online sieht man sich.